Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 68 und wir geben erstmal die Quest ab. Dann geben wir die Quest da oben ab, da gibt es glaube ich auch noch eine. Gerade gucken, weil dann brechen wir ein paar Quests ab, damit wir euch annehmen können, weil da oben gibt es noch ein paar. Zulfahrer-Quest. Oh, Zulfahrer. Wir müssten theoretisch unbedingt nach Zulfahrer. Da haben wir 5 an der Zahl. Dieses Kratzler, da gibt es nämlich die Karotte am Stiel. Das ist cool. Das war damals mit, ich glaube, mein erstes Trinket sogar. Karotte am Stiel. So, sieht das schon aus, oder? Okay, wir müssten ein paar abbrechen. Machen wir Pause im Schlingendorntal. An abnehmen. Steckbrief. Steckbrief ist auch mal sehr nett. Eigentlich alles, auch teilweise sogar Erde oder so. Was liegt an? Schönen Tag auch. Braucht ihr etwas? So. Kaufen. Hallo? Nö. Auf die andere Seite rüber wandern. Zeit ist Geld. Da können wir verkaufen. Und was hier? Schön. Das kann man rausschmeißen, das war für den 35. Da unser Freund im 45 ist, kriegt er auch besseres Essen. Gehen wir noch die andere. So. Die andere Quest ab. Dann können wir hier nämlich weiter die größeren Banditen töten. Ich will aber Piraten sagen. Piraten ist falsch. Was ist denn hin hier? Open. Vorsichtig behandeln. Okay. Mussten wir denn da? Was haben wir denn da? Vorsichtig behandeln. Ah, okay. Ich glaube, von der Quest aus müssen wir, wenn ich mich nicht irre, ins Hinterland. Ist die hier irgendwo sein? Hinterland, genau. Und wenn wir hier im Hinterland, da müssen wir dann Nistgipfel und da können wir dann Federn sammeln von den von den Greifen. Rostosch, so war das. Die ist auch Don Carlos. Hier gibt es Don Carlos Hut. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile noch da steht. Auch nicht. Ich weiß gar nicht warum mehr. Ich weiß, irgendwann hatten sie den reingepatcht, aber ich weiß,
Ich weiß, es gibt Don Carlos ist von dem Buch. Ich krieg die Geschichten nicht mehr so zusammengetackert. Ich sagen, ich bin falsch. Da. Hey, wie geht's euch so? Gesucht, Bleibt gut einmal drauf. die Quest. Nicht schlecht. Bleibt sauber. Redet mit mir. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Ja. Mondkürbisse, Mondbeerensaft, okay. Auch immer schön, auch immer schön. Und das hat mich immer richtig irritiert, weil das ist ja dieser komische Eiomat. Und wenn wir keine Eier haben, können wir auch keine Eier abgeben. Also keine Eier gefunden haben. Jetzt müssen wir nach... Tada! Noch mehr. Genau. Und hier haben wir jetzt auch die Quest mit den ganzen Piraten. Oh je. Ich glaube, hier gibt es auch eine Quest zu. Zu irgendeiner Karawane. Aber wovon die noch war, weiß ich. Ich glaube von irgendeiner Dungeon war die. Ein Level bekommen. Jetzt können wir auch noch effektiver kämpfen, weil wir wissen ja immer, dass es aktiv ist. Jetzt können wir auch die Schurken bekämpfen, weil wir die brauchen. Hier 89%. Okay, normalerweise kenne ich das so, dass die komischen Diener eigentlich nicht verschwinden. Muss man eigentlich noch töten, aber hier ist es so, dass die kurze Zeit, wenn der Meister tot ist, verschwinden. So wie es eigentlich sein sollte. Finde ich gut. Halt auch ein bisschen. So, meine Freunde, greif mal an. Den. Okay, ich glaube, man kann immer 5 abgeben und kriegt dann für so eine Nahrungskiste, die wir eben bekommen haben. Und Ruf halt, ne? Ja, Ruf ist immer eine ganz große Sache in WoW. Aber ich glaube, das war schon immer. Heute oder damals. Ganz wichtige Sache. Aber ich glaube, das ist ein Hauptbestandteil, der sagt hier,
dass man, oder damit es in Anführungszeichen nicht langweilig wird. Weil manchmal hat man ja gar nicht viel mehr zu tun als Huf haben, damit man irgendwie weiterkommt. Und Aslan ist gerade aufgestiegen. Und zwar ist er jetzt getreu. Unser getreuer Gefährte. Schön. Mal gucken. Wie gesagt, Ruf ist wichtig. Ja gut, die Klassikruf, sag ich mal hier, Allianz ist jetzt nicht so unbedingt wichtig. Damals vielleicht mehr, aber jetzt so APC nicht mehr so sehr, weil das Einzige, was man dann nachher noch für Vorteile hat, wenn man den Beruf auf Ehrfürchtig hat, dass man die Reittiere kaufen kann. Einen unbedingt ein Pferd für die brauche ich nicht kaufen oder ein Elefant. Dann noch ein wieder und wir haben wieder ein Level Up. Dann wieder würde ich dir jetzt nicht kaufen. Der Tiger schon ganz cool. Finde ich eher für andere Charakter. Tiger. Wichtiger, das ist. Oh. Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe gerade erst im Text gesehen. Schön, aber wir können es nicht benutzen direkt, weil wir müssten erst Munition kaufen. Oh ja, die ist besser als unsere. Viel besser. Die hat einmal mehr Schaden und die hat Angriffskraft drauf. Ist das? Ich hab gedacht, was Tolles, aber naja, nichts Tolles ist es. Nach einer Zeit, wenn man viel redet, kriegt man immer eine belegte Stimme. Hat doch ein ganzes Nest gefunden hier. Okay, der ist jetzt schon nach dem. Ich glaube, nach dem. Der sogar, weil der. Den haben wir zuerst getötet. So. Aber jetzt kompliziert. Ach, der klebt in der Decke. Auch schön. Warum hatte ich im Feuerbrand von der doofen Hexenmeister? War lustig. Eigentlich wollte ich unseren Aslan jetzt wieder hochkatteln. Damit er etwas mehr, aber gut. Schauen wir zu essen. Schöne Sache. Die haben wir fertig. Die. Ja, ist fertig. Dann brauchen wir, glaube ich, wahrscheinlich nur noch die Schurken. Ne? Oder der verschwindet wirklich, weil er getötet wird. Weil er hat nicht so viel Leben.
Ich habe unseren Aslan oder so und andere Begleiter anguckt, die haben immer fast mehr Leben als die Charakter selber. Zumindest die Tanks, wie die blaue Wolke. Oder in dem Fall halt die Tiere. Müssten auch Schurken noch sein. Den noch mal holen. Und auch zwei Schurken bei. Oder auch nicht. Der musste sterben. Aha. Sagen wir mal welche. Warum kann ich nichts haben? Hier, schau, Rüstung 10 Stärke. Ich meine, so eine coole Brust, allerdings. Hier sitzt die Beweglichkeit und Stärke bringt uns ehrlich gesagt nichts. Falsch, da kommt noch ein Sandsturm hier. Passen wir auf unser Mount. Und was mittlerweile neu ist. Also jetzt in der neuen Version wie wir WoW, dass wenn man aussitzt als Jäger das Pet nicht verschwindet, sondern hinterher läuft. Hier ist ja so, er wird in die Tasche gepackt. Wie das mal wieder so ist, man findet nichts. Ein Schurke am Start. Fliegen nächstes Mal ist es auch nicht da. Meistens kommen die ja, wenn man die gar nicht braucht. Und es ist der letzte Schurke auch noch. Töte Schurke, ja, danke. Zeig mal, ich töte einen. Ich meine, hier vorne waren zwei oder drei eben. Töten. Also. Nein, das soll erst die Quest abgesagt. Schönes Ding. Ich bin momentan noch mit dem Hader, glaube ich, mir noch einen. Obwohl, da könnten wir ja, glaube ich, auch einen basteln. Gerade gucken. Ja, könnten wir machen. Zum Platz auch mit 12. Das könnten wir auch. Das ist wohl wahr. Jetzt die Frage. Wenn wir das machen, könnten wir das Gewehr benutzen. Dann würde ich sagen, müssten wir unsere Pfeile mal auf der Bank stopfen. Weil verkaufen kann man die doofen Dinger ja nicht.
Hier ist Löwe, sagt er mir. Ich dachte, kann man nicht verkaufen. Oder ist der Kaufpreis? Wissen wir doch was mit Cutter, wo dann auf einmal alle Fälle weg waren. Und dachte, na, no, du brauchst keine Fälle mehr. Du bist jetzt so gut. Du kannst so schießen. Na, ah, bin schon wieder zum Allomat gelaufen. Gut, 10 Ruf, naja. Noch mehr. Boah, ist 20.000 EP für eine Quest. Noch kein Einzelnen. Hier ist es auch ziemlich staubig drauf. Und ich glaube, ich muss mal Post verschicken. Besonderes Gebiet hier. Dann verschicke ich meine Post. Und dann machen wir auch einen Cut wieder. So, gleich wieder ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Wenn wir soweit sind, schicken wir uns die Rezept wieder zurück. So. Schönes Ding. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge WoW. Also bleibt dran und lasst doch ein Abo da. Auf Wiedersehen. Tschüss.